Liebe Videofreunde, wir begrüßen Sie zum Videofilm Ihrer Wahl. Da dieser Film von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK, erst für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben wurde, sorgen Sie bitte dafür, dass dieser Film jüngeren Mitgliedern Ihrer Familie und deren Freunden nicht zugänglich gemacht wird. Denn aktiver Jugendschutz fängt bei der freiwilligen Selbstkontrolle zu Hause an. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Notre sang. Veuillez nous donner la possibilité de vivre. Veuillez nous donner des mauvais sentiments d'une âme perdue. Ils sont réunis dans tout un phare éternel en souffrant de malheur, malheur, malheur à l'infini. Ganz ruhig, ganz ruhig. 103. Du sollst mein Kollektor sein. Bring mir 103 von ihnen. Doch die letzte muss eine Jungfrau sein. Erst dann werde ich unsterblich. Und du wirst mir dabei helfen. Sie müssen so jung sein wie du. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich verspreche es, aber... Diese Wunde wird nie mehr heilen, sie ist das Tor zu deiner Seele. Meine Macht beherrscht von nun an deinen Körper und auch deinen Geist. Ich werde da sein. Überall und zu jeder Zeit. Meine Macht ist grenzenlos. Bring mir 103 Kinder. Gesunde Kinder. Und dann werde ich dir die Freiheit wiedergeben. Mein Kollektor. Aber keine Kinder aus dieser Stadt. Bring mir die ersten zwei. Jetzt. Thank you.
Terry, du gehst rein. Wirklich? Na los, Champ. Komm, Andy, wir zeigen sie ihn. Na los, schmeiß sie endlich raus. Ja, gut. Was ist? Warren Garrett droht uns wieder mit der Zwangsräumung. Er würde euch nie rauswerfen. Er mag dich zu sehr. Ich habe Dad noch nie so wütend gesehen. Und diesmal war er nicht betrunken, Josh. Hey, sieh mal, wer da im Mittelfeld ist. Zeig sie ihn, Terry! Wo ist Clark? Keine Ahnung. Seit gestern Morgen hat ihn niemand mehr gesehen. Wo hat der Junge nur seine Gedanken? Er weiß doch, dass heute ein Spiel ist. Ist doch egal. Wir verlieren mit und ohne Clark. Ja. Der Junge hat bestimmt einen guten Schlag drauf. Er ist ein Pisser. Josh! Andy! Lauf zurück! Terry! Komm rein! Terry, hör ja nicht auf den Bruder. Dieser Typ kann treffen. Ach, Scheiße! Andy! Der Zaun! Andy, es tut mir leid. Andy, komm schon, sei nicht beleidigt. Andy! Andy, es ist doch nur ein Spiel. Mach keinen Quatsch und komm zurück. Ich habe überall nach ihm gesucht, aber er ist verschwunden. Mach dir keine Sorgen um Andy. Ich will, dass du jetzt nach Hause gehst und alles vorbereitest. Ich möchte morgen früh um 4 Uhr losfahren. Ich will den ersten Hirsch dieser Saison schießen. Hey, Terry, hast du Andy gesehen? Er ist über den Zaun geklettert und war weg. Er ist nur sauer, weil er schon wieder ein Spiel verloren hat. Kommt, gehen wir. Ich hole dich morgen früh ab. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Jagd, Terry. Danke. Ich rufe dich an, wenn ich zurück bin. Lisa! Komm ins Haus! Los! Thank you.
Das ist Ballards Sohn. Was ist los? Ich sagte dir, keine Kinder aus dieser Stadt. Der einzige, den ich finden konnte. Mein Freund, wir sind so nah am Ziel. Ich spüre die Macht in mir. Mit jedem neuen Opfer werde ich noch stärker. Ich kann die Wirklichkeit verändern, wann und wo ich will. Ich beherrsche den Tod. Ich werde ihn wieder erwecken. Mein Freund. Was hältst du von einer kleinen Pause? Vollmachen. Aber gerne. Sie sind wohl der Chauffeur von dem Jungen, hä? Füllen Sie den Tank auf, überprüfen Sie das Öl und reinigen Sie die Fenster. Sagen Sie mal, Mister, wie weit ist es von hier bis St. George? St. George? Das ist ungefähr 140 Meilen nördlich von hier. Luftlinie natürlich. Was wollt ihr, Jungs, da oben? Mein Sohn und ich, wir wollen ein bisschen zur Jagd gehen. Ich habe gehört, dass es in dieser Gegend eine Menge Wild geben soll. Hirsche, Elche, Biber, Bären. Finden Sie sie, töten Sie sie, ziehen Sie sie ab und essen Sie sie. Viel Vergnügen. Wo sind wir, Dad? Frag ihn. Das hier ist Cozy Corners Junction, ungefähr 20 Meilen südlich von Red Point. Am besten, ihr beiden geht jetzt auf die Toilette. Bis St. George gibt's keine mehr. Und wo ist sie? Beeil dich ein bisschen, ja? Das ist eine ziemliche Strecke und es wird bald dunkel. Ich bin sofort zurück, Chef. Oh Mann, das stinkt ja wie in einem Affenstall. Hey, Junge. Gib mir mal ein Handtuch. Na, mach schon. Aber klar doch. Treu? 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 Treu?
zurück und versuch, Andy zu finden. Ich mache mir Sorgen. Ach, er kommt nach Hause, wenn er Hunger hat. Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Alles ist in Ordnung. Er ist nur ein schlechter Verlierer. Ich sage es nur ungern, aber dein Bruder kann eine echte Landplage sein. Josh, ich mein's ernst. Ich habe gehört, dass auch in anderen Städten Kinder verschwunden sind. Clark ist seit 2 Tagen nicht nach Hause gekommen und jetzt ist Andy verschwunden. Da stimmt doch was nicht. Ich verstehe deine Aufregung nicht. Er ist nur über Nacht weggeblieben. Wenn er wirklich abhauen wollte, hätte er sich einen besseren Zeitpunkt ausgesucht. Wenn es dich und Terry nicht gäbe, wäre ich auch schon längst weg. Die Atmosphäre in dieser Stadt zieht mich völlig runter. Andy würde nicht einfach so verschwinden. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Ich habe ein komisches Gefühl. Ich fahre jetzt los und sehe mich ein bisschen in der Gegend um. Ich fange unten am See an. Wenn du willst, komme ich mit. Sammy kann den Laden aufmachen. Nein, ist schon okay. Stärker als bei deiner 22er. Zieh langsam durch, aber drück nicht ab. Tja, da hast du wirklich ein Prachtexemplar vor der Flinte. Lauf zurück zum Wagen und ruf über Funk das Büro des Sheriffs an. Er soll sofort hierher kommen. Hast du verstanden? Ist er tot? Ich hab doch nur auf den Hirsch gezielt, Dad. Ich weiß. Nun lauf. Da hinten. Er ist ziemlich außer sich. Ich meine, falls ich dir helfen kann, du weißt an die Arbeit. Okay. Haben Sie eben wegen des vermissten Jungen angerufen? Es geht um einen Sohn Troy.
Er ist nicht weggelaufen. Ich bin sicher, er ist entführt worden. Hier ist seine Mütze und da sind Schleifspuren auf dem Boden. Er war nur 5 Minuten weg. Sheriff, er ist entführt worden. Ihr Wagen? Ja, ja, das ist meiner. Wie ist Ihr Name? Daily Long. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Anwalt. Hören Sie, wir vergeuden kostbare Zeit. Ich will meinen Sohn zurück. Okay. Also steigen Sie aus Ihrem verdammten Auto. Und Sie beruhigen sich jetzt, ist das klar? Wagen 610, bitte kommen. Uns ist ein Jagdunfall gemeldet worden. Warten Sie. O'Connell hier, was ist los, Mildred? Wir erhielten eine Meldung über einen Jagdunfall, eventuell mit tödlichem Ausgang. Treffen Sie Stu Connors an der Mill Street, nördliche Zufahrt. Entzückend. Wir sehen uns dann. Hey, warten Sie, Mister, was ist mit meinem Sohn? Hey, Mann, es tut mir leid, aber ich kann im Moment wirklich nichts für Sie tun. Rufen Sie mich heute Nachmittag in meinem Büro an, ja? Hey, Sie können nicht einfach wegfahren! Und was ist mit meinem Sohn? Warten Sie! Also, was ist hier los? Er liegt da drüben, Sheriff. Mein Dad ist bei ihm. Es war ein Unfall, ehrlich. Es war ein Unfall, Sheriff. Wir haben ihn nicht gesehen. Mächtiger, diesmal bist du zu weit gegangen, Stu. Es war ein Unfall. Dieser Bastard hat einen Jungen dabei. Er lebt noch. Er liegt hier in diesem Sack. Erzähl niemandem davon und pass auf Terry auf, ja? Hat sie den Jungen gesehen? Nein, warum? Es war ein Unfall. Schreib den Bericht. Ich kann keinen Bericht schreiben. Weller würde mir glatt den Arsch aufreißen. Was hat Reed Weller mit der Sache zu tun? Was, Well? Komm schon, das ist sein Mann. Und das ist nicht der Augenblick, um sich dumm zu stellen. Die Sache ist doch klar, oder nicht? Deine tote Frau. Deine neue Freundin. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Scheiße, Stu. Weller hat dich aus deiner Ehe befreit. Linda starb? Und du bekamst Jamie, richtig? Das war der Handel. Reed Weller hat das für dich erledigt. Was redest du? Ich habe Reed Weller nie gebeten, was für mich zu tun. Linda ist ertrunken. Das war ein Unfall. Und ich habe Jamie getroffen, wie jeder andere auch. Du hast gewollt, dass es passiert, Stu. Wovon redest du? Reed Weller betreibt schwarze Magie. Hexerei. Er kann die Zukunft verändern. Für dich und für andere hat das auch getan, Stu. Du redest eine Menge Blödsinn. Jamie war nur Wellers kleines Geschenk für dich, du. Und jetzt hilf mir. Wo zum Teufel gehst du hin? Ich weiß nicht, was hier geschieht. Du bist das Gesetz. Werd selber damit fertig. Du kannst jetzt nicht einfach weglaufen, Stu. Du machst einen großen Fehler. Hallo? Hier spricht Eddie Long. Ich habe heute Morgen schon mal angerufen. Es geht um meinen verschwundenen Sohn. Ja, richtig. Troy Long. Ist Sheriff O'Connell da? Ich möchte gerne mit ihm... Hey! Hallo!
niemals an diesem Ort. Ich musste. Es ist ein Notfall. Es geht um den Kollektor. Steh auf. Komm schon. Wir gehen nach oben. Es war ein Jagdunfall. Terry, Stu Connors Tochter. Sie hat ihn nicht gesehen. Warum kannst du Connors nicht selbst? Ich glaube, er hat den Handel, den er mit ihnen geschlossen hat, nicht verstanden. Vielleicht sollte ich mit ihm nochmal sprechen. Du sprichst mit niemandem außer mit mir. Mit mir, nicht mit Stu Connors. Ich gab dir diesen Stern. Du gehörst mir. Genau wie diese Stadt. Keiner steigt aus einem Handel mit Reed Weller aus. Stu Connors Frau ist tot. Nun hat er, was er wollte. O'Connell, das darfst du niemals vergessen. Es wäre schade um dich, wenn du das vergessen würdest. Verstanden? Aber unser Handel besagt, dass sie die Kinder aus der Stadt in Ruhe lassen. Das war Harry Ballards Sohn, den ich da gesehen habe. Was soll ich seinem Vater erzählen? Und was ist mit dem schwarzen Jungen, der bei mir im Auto liegt? Sein Vater ist ein bekannter Rechtsanwalt aus Kalifornien. Der Mann kann uns Ärger machen. Du kümmerst dich um den Rechtsanwalt. Und ich? Ich kümmere mich um Stu und Harry. Vergiss das nicht. Bitte denk daran. Ich möchte Sheriff O'Connell sprechen. Hören Sie, ich muss mit ihm reden. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Cozy Corners. Danke. Hi, nur für Sie. Guten Tag, ja. Nehmen Sie Platz, bitte. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Sheriff O'Connell. Warum rufen Sie nicht in der Polizeistation an? Das habe ich schon getan. Sie sagten mir, ich könnte ihn hier finden. Naja, er war noch nicht hier. Was wollen Sie essen? Ein Bier. Ah. Und wozu brauchen Sie den Sheriff? Es geht um meinen Sohn. Er verschwand an der Tankstelle, die oben an der Straße liegt. Er war nur ein paar Minuten auf der Toilette. Danach war er wie vom Erdboden verschwunden. Ich fand nur noch ein paar Schleifspuren. Tja. Und keiner in der Stadt kümmert sich darum. Sein Name ist Troy. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Wann ist es passiert? Vor einigen Stunden. Der Sheriff erschien, erhielt einen Anruf und verschwand. Ich habe mich überall umgesehen. Irgendetwas Seltsames geht vor in dieser Stadt. Was meinen Sie damit? Ich habe davon gehört, dass auch in anderen Städten Kinder verschwunden sind. Und jetzt hier. Zwei Jungs aus dem Baseballteam meiner Schwester. Einer davon ist Andy, der Bruder meiner Freundin. Er hat das Spiel verlassen und wurde seitdem nicht mehr wiedergesehen. Und was tut dieser Sheriff O'Connell dagegen? Je mehr Sie diesen Kerl drängen, desto weniger tut er. An Ihrer Stelle würde ich mich selber um die Sache kümmern. Was bekommen Sie? Geht aufs Haus. Ist mal 5,25. Was sollst du nicht tun?
Blut auf das Pentagramm fällt, kann mich das meine Macht kosten. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Ich werde dich abstechen. Nein, nein. Ich liebe es, wenn du schreist. Schrei und stirb. J'ai le vraiment besoin de possibilités. Oh, blague, 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 blague. Du kommst zurück ins Leben, Freund. Komm zu mir. Es war Terry, die dich getötet hat. Und du darfst nicht ruhen, bis sie mein ist. Terry gehört mir. Mein Freund. Mein Freund. Du bist so ruhig. Kann ich denn wirklich nichts für dich tun? Du bist ja völlig verspannt. Entspann dich. Ich will dir doch nur helfen. Dad, wo ist Terry? Was ist passiert? Sie hatte einen Jagdunfall. Ist sie okay? Was ist passiert? Es geht ihr gut. Sie ist oben im Zimmer. Halt's Maul! Ich habe meinem Vater eine Frage gestellt. Es war ein Fehlschuss. J'ai besoin de votre sang. Der Mann, den ich erschossen habe, er kam durchs Fenster. Terry, er ist tot. Dad, ich schwöre es. Er war gerade hier. Thank you.
Bist du okay, Terry? Ja, ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur erschrocken. Woher kennen Sie meinen Namen? Es sieht nicht so aus, als ob etwas gebrochen wäre. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich kannte deine Mutter. Ich kannte sie sehr gut. Du hast große Ähnlichkeit mit ihr. Ich hörte, du hattest einen Unfall. Jemand wurde getötet. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber alle sagen, ich soll es ganz schnell vergessen. Aber dieses Gesicht von dem Kerl wird mich mein Leben lang verfolgen. Und ihm geht es ebenso. Solche Erfahrungen hinterlassen immer Narben. Aber du bist noch sehr jung, Terry. Du wirst vergessen. Terry, kann ich dich irgendwohin mitnehmen? Nein, ich bin okay. Ich warte nur auf eine Freundin. Sollte ich dich erschreckt haben? Entschuldige. In Ordnung. Nein, ich bin da. Ich habe ihn wieder gesehen. Wen? Hinten in dem Van. Mr. Wellers Van? Hast du ihn denn nicht gesehen? Er hat mir aus dem Wagen zugelächelt. Komm, Terry, ich bring dich nach Hause. Oh, komm. Hi, Dad. Wo zum Teufel warst du? Ich war mit Terry in der Stadt einkaufen. Ist Andy zu Hause? Nein, dieser Rumtreiber. Hast du ihn denn schon bei Sheriff O'Connell als vermisst gemeldet? Es gibt niemand, der für diesen Jungen etwas tun kann. Wenn er unbedingt selbstständig sein will, dann akzeptieren wir das eben. Ich glaube, diesmal ist er nicht weggelaufen. Warum denkst du, dass es diesmal anders ist als sonst? Er ist doch schon immer abgehauen. Weil er nicht das einzige vermisste Kind ist. Warum verdammt nochmal sind in dieser Stadt alle so verbohrt? Josh hat den Mann getroffen, dessen Sohn gestern verschwunden ist. Was zum Teufel will diese Kanalratte schon wieder hier? Er soll verschwinden! Hallo, du Kusslippe. Was wollen Sie, Warren? Das macht es offiziell. Ich habe es noch nicht zugeklebt. Vergiss es. Wir sehen uns wieder. Vielleicht will Terry das letzte Stück. Warum kann sie nicht hier drinnen essen, wie wir alle? Sie will sich das Baseballspiel ansehen. Du verwöhnst sie zu sehr. Hm. Möchtest du das letzte Stück, Terry? Ich denke nicht, ne? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Ich sehe diesen Kerl schon überall, Josh. Ich kann mir das doch nicht alles einbilden. Da passiert etwas ganz Fürchterliches. Sieh es dir an. Das ist eine echte Patrone. Es ist mir egal, ob Dad mir glaubt oder nicht. Ich glaub dir. Was ist das? Die Kugel von diesem Kerl. Es ist noch Blut dran. Also, wenn ihr mich fragt, dann braucht Terry bald einen Psychoanalytiker. Es hat dich aber niemand gefragt. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Aber ich kann dir versichern, dass sie nicht von diesem Kerl hat. Sie sieht ihn schon überall, Dad. Sie hatte nur einen Albtraum. Es war kein Albtraum.
Sie sagt, sie kann nicht schlafen, seit es passiert ist. Nun, das erklärt es. Sie hat Wahnvorstellungen. Josh. Der Mann, den sie erschoss, ist tot. Ein schönes Wochenende zu Hause. Ich habe ihn gesehen, er war im Fernsehen. Harry, beruhige dich, niemand ist im Fernsehen. Aber das Blut. Das ist Pizzasoße. Das ist keine Soße, Dad, das ist Blut. Besser, du rufst ihn aus, sonst du. Du bist bekloppt. Wir brauchen deine verfluchte Diagnose nicht. Josh, geh nach oben. Ich mag solche Sprüche nicht in meinem Haus. Da hast du dein Haus. Dad! Jamie, mach auf! Dad, bitte, du musst mir zuhören. Er war im Fernsehen und er erstach eine Frau und er sagte, ich wäre die Nächste. Hör zu, Terry. Du hast Halluzinationen. Hab ich nicht. Terry! Lass mich in Ruhe. Terry! Es ist Harry Ballard. Oh Gott, sag ihm ich. Das sagte ich ihm, aber er geht nicht. Also, was willst du? Hör zu, ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Ich will Warren Garrett vom Hals haben. Er versucht, uns das Haus wegzunehmen. Wie viel willst du geliehen haben, Harry? Versuch mich nicht zum Narren zu halten. Was zur Hölle willst du dann? Genau, was du hattest, einen Verbindungsmann. Wovon redest du denn? Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Dafür bin ich der falsche Mann, Harry. Scheiße! Kurz nachdem deine Frau gestorben ist, ist dieses elende kleine Miststück bei dir eingezogen. Meinst du, das ist doch kein Geheimnis, die ganze Stadt redet darüber. Du hast eine Menge Lügen in deinem Kopf. Stewie, bist du fertig? Können wir gehen? Stu ist beschäftigt! Hör zu, ich hab dich in der Hand, Connors. Also reden wir übers Geschäft, oder was? Möchtest du einen guten Rat? Na los, red schon. Bleib weg von Reed Weller. Umlegen wie einen Kriminellen, Sheriff. Umdrehen. Nehmen Sie das Ding aus meinem Gesicht. Sie machen einen großen Fehler, Daly. Ein Fehler? Hören Sie auf mit dem Mist, Sheriff. Sie haben schwerwiegende Probleme mit Kindern in dieser Gegend. In den letzten 2 Tagen sind 3 Kinder verschwunden. Das sollte in der Zeitung stehen, tut es aber nicht. Die Gemeinde hier ist sehr klein. Und wenn plötzlich Kinder verschwinden, dann sollte das mindestens in der Presse stehen. Wir haben die Sache mit Absicht aus der Presse rausgehalten. Was wollen Sie von mir, Mr. Long? Ich will mein Kind zurück, verdammt nochmal! Ich schwöre Ihnen, ich werde herausfinden, was hier passiert. Und wenn ich es herausgefunden habe, dann melde ich Sie der State Police. Sie können tun, was Sie wollen, aber solange ich Sheriff in dieser Stadt bin, werde ich die Dinge nach meiner Art erledigen. Ist das klar? Gegen Menschen wie Sie haben wir Gesetze. Und jetzt verlassen Sie dieses Zimmer. Liegen lassen! Ich möchte ruhig schlafen. Und jetzt raus hier. Laufen Sie mir nicht über den Weg, Mr. Long. Ich warne Sie. Sonst mache ich Sie fertig.
Geh nach oben und guck ein bisschen Fernsehen, Terry. Das lenkt dich ab. So, die werden wir los für einige Stunden. Heute ist ihr großer 3-Monats-Geburtstag. So, und was feiern wir heute Nacht? Ich denke, ich nehme ein Bad und gehe ins Bett. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay. Wenn du was brauchst, schrei. Ich überprüfe alle Türen und Fenster. Seid vorsichtig. Es ist alles in Ordnung. Gib mir das.
Josh, können wir mit diesem Ding fahren? Nein. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Shh. Lisa, da ist eine Leuchtrakete in der Schachtel. Gib sie mir. Und bitte mach die Scheinwerfer an, wenn ich es dir sage. Achtung! Achtung! Jetzt! Das Feuer, Lisa! Das Feuer! Na los, wirf! Den ich gestern erschossen habe. Einmal ruhig, Terry. Ah ja, hier spricht Josh Connors. Schicken Sie sofort einen Streifenwagen vorbei. Irgend so ein Verrückter versucht uns umzubringen. 49 Meadow Lane. Richtig. Richtig. Der Sheriff wird jede Minute hier sein. Also bleib ganz ruhig. Oh, Gott sei Dank. Josh, er wird nie sterben, nicht wahr? Langsam komme ich mir vor wie in einem Horrorfilm. Ich habe solche Angst, verstehst du? Hör auf jetzt, Terry. Komm schon. Wir warten im Wohnzimmer auf den Sheriff. Kommt. Kommt. Es wird schon alles gut, Terry. Hast du diese Tür offen gelassen? Nein. Was ist, wenn er noch lebt? Er ist sicher im Haus. Verdammt nochmal, konnten Sie den nicht anklopfen? Wieso denn? Die Türen sind doch alle offen. Ist doch kein Wunder, dass die Verrückten die ganze Zeit hier rein und raus spazieren können. Wer das Mädchen für alles ist im Pool. Ich habe ihn verbrannt, er wollte uns töten. Okay, Mädchen, ihr bleibt hier. Josh, du kommst mit mir. Er war hier. Ja, ja. Er lebt wieder. Hört mal zu. Eigentlich sollte ich euch alle wegen Verdachts auf Totschlag einsperren. Besonders dich. Ja, dich. Und jetzt geht ihr zurück ins Haus und wartet auf euren Vater. Ich habe keine Zeit für eure Kinderspiele. Ich habe Wichtigeres zu tun, versteht ihr? Wie kommt es, dass Sie immer in der Gegend sind, wenn dieser Bursche auftaucht? Ist das nicht seltsam? Sie haben ihn schon einmal ins Leichenschauhaus gebracht. Sie haben nichts getan, um Andy zu finden. Vielleicht hat dieser Kerl ihn sich geholt. Wollt ihr mir sagen, wie ich meinen Job zu tun habe? Einer muss es tun. Hör zu, Punk. Der einzige Grund, warum ich euch nicht hochgehen lasse, ist euer Daddy. Und jetzt macht, dass ihr hier wegkommt, klar? Was für ein Arschloch. Und ein schlechter Lügner dazu. Thank you.
Mr. Ballard. Hallo. Was zur Hölle ist mit Ihnen passiert? Ich habe einen Bock abgezogen. Womit kann ich Ihnen dienen? Sie haben Stu Connors geholfen. Und auch anderen Leuten in der Stadt. Nun, ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten, etwas gegen diesen Warren Garrett zu tun. Dieser Bastard versucht, mich zu ruinieren. Er will mich aus dem Haus rauswerfen. Er belästigt meine Tochter. Wenn er sie anfasst, töte ich ihn. Ich werde mich um alles kümmern, Harry. Außerdem bin ich Ihnen noch etwas schuldig. Mir? Und Ihrer Familie. Ich verstehe nicht. Das werden Sie auch nie. Und jetzt gehen Sie nach Hause und vergessen, dass Sie mich getroffen haben. Okay, Arschloch, komm schon, gib das Auto! Was machen Sie denn da? Beine auseinander, los, mach schon! Und nimm den Hut runter! Weg damit, verdammt! Ich hab diesen Kidnapper endlich geschnappt! Sind Sie wahnsinnig gelaufen? Verdammter Schweinehund! Rein da! Ärger haben, Sheriff. Das ist eine unrechtmäßige Verhaftung. Was ist mit meinen Rechten? Sie haben überhaupt keine Rechte mehr. Sie sind bereits überführt, Mr. Long. Wie lautet die Anklage? Nun, da wäre zunächst einmal der Mord an Ihrem Sohn. Und dann die Entführung von weiß Gott wie vielen einheimischen Kindern. Und dann noch einiges andere, was ich Ihrem schwarzen Arsch anhängen werde. Reed Weller ist das Gesetz in dieser Stadt. Und er hat Sie durchschaut. Wer zum Teufel ist Reed Weller? Er ist ein sehr mächtiger Mann. Ein Mann, den Sie fürchten sollten, Mr. Anwalt. Drecksbulle, wo ist mein Sohn? Schnauze, oder ich blas dir dein Gehirn raus. Ja. Hallo, wilde Schönheit. Willst du heute mit mir sprechen oder mich nur anschauen mit deinen blauen Pantheraugen? Das kommt drauf an. Ah, das kommt darauf an. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich mag Mädchen, die wissen, was sie wollen. Dein Vater kann glücklich sein. Warum geben Sie meinem Vater keine Chance? Es gibt keine Chance für so einen wertlosen Mann. Seine Tochter wäre die einzige. Und genau über dieses Thema möchte ich mit dir reden, mein kleiner Kopfkissenzerlüger. Und zwar jetzt. Hey, wir sind noch nicht fertig. Wir? Vielleicht sind Sie nicht fertig mit mir, aber ich bin sicherlich fertig mit Ihnen. Hör zu, Lisa. Eine Nacht, das ist alles. Eine Nacht im Monat. Und du tust nur das, was ich will. Und deine kleine, kostbare Familie wird frei von Schuld. Wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, dann trete ich Sie in eine Stelle. Ah, das ist wundervoll. Ich möchte, dass du mich trittst. Beißt, mich kratzt, mich kneifst und ich möchte wirklich kräftig an deinen Haaren ziehen. Ich will, dass du mich hasst, wenn wir uns lieben. Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wenn das alles ist, was Sie wollen, dann können wir das gleich hier machen. Hier auf der Straße. Kommen Sie, Warren. Lisa, kommen Sie, Perversling. Einen Moment. Lisa, geh weg von diesem Hurenbock. Zu spät. Lass ihn, Dad. Ich habe meine Antwort. Die einzige Frage ist nur noch, wo und wann. Wenn diese kleine Schlampe es auf der Straße treibt, will gut. Da werdet ihr alle irgendwann enden. Ich bring dich um, Gerd! Dad, lass ihn gehen! Ah!
ist das Ende der Straße, Fettsack. Ist jemand zu Hause? Hallo? Du? Hier ist Harry. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin bei Reed Weller. Sein Faktotum hat Terry gekidnappt. Und sie hierher gebracht. Na? Sieh nach, ob Terry im Zimmer ist. Bist du sicher? Ruf den Sheriff an und schieb deinen Arsch hierher. Hörst du? Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Du kommst genau richtig, um deinen Sohn zu begraben. Und dich selbst. Harry? Harry! Ich glaub das nicht. Was ist los, du? Harry wurde gekidnappt. O'Connell, komm schon, wo steckst du? Verdammt! Gekidnappt? Wer war am Telefon? Stu! Zieh dich an! Ist Josh da? Moment bitte. Josh, dein Vater ist am Telefon. Hallo? Josh, Terry ist gekidnappt worden. Harry sagte, sie sei bei Reed Weller. Komm dorthin, so schnell wie du nur kannst. Josh ist auf dem Weg. Wir gehen rüber zu Wellers Haus und du rufst die State Police an. Sei vorsichtig, Stewie. Und denk daran, was auch immer geschieht, wir bleiben zusammen. Ja.
Bett? Etwas ganz Besonderes für mich. Die Unschuld, die ich brauche, die mich unsterblich macht. Und du wirst mein letztes Sakrificium sein. Ist jemand zu Hause? Ich bin's, dein Vater. Mr. Long, ich habe Ihren Sohn unterrichtet. Er ist ein sehr guter Holzfäller. Ich bin's. Rutschen Sie rüber. Rutschen Sie rüber. Dein Vater. Er ist der Sohn von niemandem. Genau, zwischen den Augen. Was hat er dir angetan? Sehen Sie das nicht? Er ist tot! Nein, er ist nicht tot! Er sieht genau aus, wie der Kerl den Terry erschossen hat. Wenn wir ihn nicht töten, dann tötet er uns! Nein! Sehen Sie denn nicht, wie er leidet?
Jetzt hole ich mir diesen Bastard. Sterben? Vielleicht, aber nicht jetzt. Du musst von allen am besten aussehen. Das wäre der Erste. Josh? Zu dumm mit deinem Vater. Ein schwacher Mann. Er machte Fehler. Als ich deine Mutter für ihn tötete, war alles, was ich von ihm verlangte, stillschweigen. Josh! Ruhe. Können Sie damit umgehen? Ja. Was tun wir jetzt? Wir teilen uns. Sie gehen da lang und ich versuch's hier. Angst. Ich hasse Revolver. Sie verursachen zu viel Blut. Ein Tropfen genügt schon. Nicht wahr, Terry? Gott steht dir bei, du Mörder. Gott und ich in einem Satz. Das gefällt mir. Erlaube mir, neben dir auf dem Thron ewiger Macht zu sitzen. Du dientest mir. Ich brauche keine Schöpfchen, wie dich.
Ich habe eine Armee von Toten, die mir dienen. Josh! Josh, hilf mir! Wer kann dir nicht helfen? Niemand auf der ganzen Welt kann dir helfen. Du bist der Schlüssel zu meiner Unsterblichkeit. Ich beherrsche die Welt. Finsternis dienen auf Ewigkeit. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Oh Gott. Hol Josh! Ich kümmere mich um Terry! Mr. Long, ich kann in die Zukunft blicken, aber Sie kann ich darin nicht sehen. Brenne, du Bastard! Thank you.